In Italien, wie kennen Italien? Pizza, Kolosseum, Sophia Loren und Campari. Und Ferrari. Die wichtigsten 5 Sachen in Italien für uns Italiener. In Italien, wir haben natürlich auch eine Contribution gegeben auf die Barkultur. Mit weniger Cocktail, aber trotzdem lebt über 100 Jahre. Wir reden von ein Negroni, Americano, Bellini und Spritz. Die Aging Cocktail kommt in ein Fass, ein Cocktail, und hier natürlich, wir reden über Negroni. Negroni ist momentan ist einer der größten Trends weltweit. Negroni, Aged Negroni, das bedeutet, wir lassen hier, jetzt steht Negronis drin, aber sind noch nicht reif, sind ein paar Wochen. Aber normal, ich habe geaged Negroni ein Jahr, zum Beispiel letztes Jahr. Und hier, dann gibt es die Bearbeitung auch von der Fass. Manchmal in meiner, ich habe gemacht mit Bourbon rein, dann raus. Und dann ein Pedro Ximena Sherry und dann raus. Und so, ich habe mehr Komplexität von der Negroni selber. Wenn kommt hier, dann nimmt von der Tannin von der Fass, Vanillin. Und wir haben diese Hauch Schokolade, Kaffee, alles was möglich ist. Wo kommt von der Fass selber. Plus, was wir hatten früher. Das bedeutet, kommt richtig eine Voll-Body-Komplex-Produkt und rund. Warum, wenn ich jetzt nur zum Beispiel halb so viel Eis nehme, ja, geht das auch? Oder? Geht, aber was passiert, wenn du nimmst wenig, schmelzt schneller dein Eis. 2-3 Würfel bringt gar nichts. In der Sommer, kannst du vorstellen, 2-3 Würfel, da wird es schmelzen in 10 Minuten. Deswegen voll Eis und einfach kannst du genießen dein Trinken. Mirko, einer kommt in der Bar, ein Gast, und fragt ihn: Entschuldigung, machen wir einen Negroni? Und natürlich ja. Er fängt an zu nehmen, die Flasche, nimmt ein Campari, nimmt ein Wermut und quatscht natürlich mit einem anderen Gast. Eingriff auf die Flasche Prosecco. Und natürlich, in diesem Moment war mit seinem Kopf woanders und geht rein mit dem Prosecco rauf. Und sagt: Oh mein Gott, ich habe einen Fehler, sorry, ich mache einen neuen. Sag ihm der Gast, nein, wir probieren, schauen wir mal, was passiert. Weil bestimmt auch schmeckt. Und dann tatsächlich hat probiert und hat geschmeckt. Und dann sagt, allora, mach so wie ein Negroni Sbagliato, weil kam rein Prosecco statt der Gin. Und so ist geboren der Negroni Sbagliato, war ungefähr Mitte der 60er. Und jetzt, ich werde vorbereiten eine Americano. Americano ist die leichte Version von Negroni. Negroni hat als Basis Gin. Hier, wir haben keine Destillat, wir haben nur Bitter, Campari. Wir haben hier ein Cinzano, aber in diesem Fall, wir nehmen ein Ponte Mezzo auf. Ist einer von den ersten Firmen, wo sie hat eine kreiert, die Wermut. Und Wermut ist auch der Ponte Mezzo. 50-50 und dann Soda kommt dazu.